Der Mensch ist ein Allesfresser, biologisch. Das heißt einerseits, denn andererseits frisst, verzerrt. Isst nicht jeder alles, was man ihm bietet? Zumindest nicht gern. Das ist verständlich, dafür ist er ein Mensch. Gell? Vom Trinken wollen wir lieber gar nicht anfangen. Obwohl, also gerade bei uns, ich meine jetzt überhaupt in Württemberg und in Grottenbrunn zum Beispiel, da gibt's einen guten Tropfen. Natürlich nicht immer. Und nicht überall. Leider. Kann einfach nicht mehr. Außerdem muss ich ganz dringend zu kriegen, muss man. Du hast wieder nicht leer gegessen. Ja, vielleicht schmeckt es hier nicht. Schmeckt es dir vielleicht nicht? Nein, davon habe ich nicht gesprochen. Ich habe nur gesagt, die Liesel. Und ich muss jetzt weg. Ade miteinander. Wenn du dich natürlich so vor dem Kind benimmst. Es kann nicht jeden Tag ein Festessen geben. Na ja, Festessen, das ist mal ganz ohne Fleisch. Da fällt man ja vom Fleisch. Ne? Deine Späßle können wir uns nichts kaufen. Soll ich denen allein dafür büßen, dass unser Urlaub so viel Geld gekostet hat? Müssen wir halt sparen. Und das ist ganz gesund ab und zu. So meinst du? Heutzutage meint doch jeder, er muss immer und alles haben. Alles, ne? Alles ist ja übertrieben. Alles. Ja. Der Haushalt ist meine Sache. So war es wenigstens bis jetzt. Aber bitte, wenn du vielleicht meinst... Nein, sei friedlich, ich meine gar nichts. Der Urlaub war ja sehr nötig, es war ja wunderbar. Die frische Luft und der feuchte Regen und dann die schönen Spaziergänge. Ja, sind das deine schönen Spaziergänge ins Wirtshaus? War da sicher immer eine besonders frische Luft. Ja, da war ja bloß der Dickelmann dran schuld. Der Dickelmann? Das ist doch... Du hast doch ihn jeden Abend dazu verlockt. Ja, weil er es nötig gehabt hat. Tagsüber hat er ja keine Erholung gehabt mit den vier Kindern. Der Mann war ja zum Schluss ganz nervös, war der. Du übrigens, der Linde, das war sehr nett von dir. Das war sehr nett, dass du dem die Kinder ab und zu abgenommen hast. Das wird er dir nie vergessen. Dankeschön. Es sind ja auch sehr liebe Kinder. Ja, natürlich, ohne Zweifel sehr lieb, aber anstrengend eben. Übrigens, das verstehe ich nicht, dass der nicht schon lang wieder geheiratet hat. Ein Mann wie der, da müssen sich auch die Frauen, müssen sich alle Finger danach ablegen, wenn sie so einen kriegen, David. Meinst du nicht? Ja, sicher. Nein, ein Mann in den besten Jahren, nicht unvermögend, tüchtig, klingt wie eine Heiratsannonce. Ha? Hat er dir eigentlich schon geschrieben? Nein, noch nicht. Na ja, das ist ja, war da keine Zeit mit vier Kindern. Nicht? Wir verstehen uns auch so. Das heißt, wir haben uns wunderbar verstanden. Das war mein schönster Urlaub. Obwohl ich es jetzt so büßen muss mit dem Essen. Ich habe leider im Moment gar keine Vorräte. Aber sind noch Kartoffeln da? Übrigens, wenn ich schon hungrig aufs Rathaus muss, dann möchte ich mir die Frage erlauben, wieso du jetzt in der Zeit der Budgetdürre zweimal in der Woche zum Friseur gehst. Und Parfüm hast du dir gekauft. Das war doch sicher nicht billig. Du, das verbitte ich mir. Erstens war das kein Parfüm, sondern eine Fläschle Kölnisch Wasser für ganze 3,30 Mark. Und dann möchte ja schließlich auch eine Frau in meinen Jahren gelegentlich ein bisschen hübsch sein. Hey, Verzeihung. Aber darf ich da was sagen? Eine Frau in deinen Jahren, ich gebrauche deine eigenen Worte, eine Frau in deinen Jahren, die wird nicht zur Blume, auch wenn sie noch so gut duftet für 3,30 Mark. Das war jetzt richtig brüderlich gesprochen. Sehr galant. Mein Lieber, wenn du dir an meiner Stelle eine Haushälterin leisten müsstest, die tät ich viel mehr kosten wie ich. Oh, das war aber jetzt nicht schwächterlich gesprochen. So redet eine Ehefrau, mein Liebe. Ja, Gottfried. Das ist ja schon nicht möglich.
Ja, Alfred, ja, gar haben wir von dir gesprochen. Ja, wirklich? Ja, ja, wo kommst du denn her? Von so wie geht's? Nein, wie geht das? Schau, wer da ist. Fräulein Gelinde, gestatten Sie ein paar bescheidene Blümchen? Oh. Aber das wäre ohne nötig, weil warum diese Förmlichkeit? Du verwöhnst mir ja die gute alte Gelinde. Komm rein. Ja, vielen Dank für die schöne Blume. Ja. Die alte Gelinde. Sei doch friedlich, Mädchen. Setz dich hin. Ja, du, das ist ja wunderbar. Wie lange bleibst du denn? Ich muss gleich aufs Rathaus leider. Das macht ja nichts. Ich bleib ja hier. Was? Ja, da. Wo? Da. Da? Ja. Ich mache hier eine Kur. Eine was? Eine Kur. Was bist du da so erstaunt? Du bist doch immerhin der Bürgermeister dieser Kurstadt, ne? Also die Sache ist so, ich kenne da einen Professor sehr gut, das ist eine Kapazität. Und der hat mir eine Kur bei euch verordnet. Ein Professor? Eine Kapazität? Ja. Also die Sache ist so, ich bin ja nicht krank, nur erholungsbedürftig. Ja, du warst ja auch erst auf Urlaub, ne? Ja, der Professor hat gemeint, eure Bäder sind ja sehr gut. Naja, also geschadet haben sie noch nie jemanden. Na, ich freue mich auf alle Fälle, dass du da bist und dass du da bleibst. Ja. Es ist bloß ein bisschen saudum, ich muss nämlich jetzt dringend aufs Rathaus. Ja. Sehen wir uns heute Abend. Natürlich. Du wohnst schon im Bad Hotel. Im Bad Hotel. Du, übrigens, kannst du mich mit deinem Auto kannst du mich aufs Rathaus fahren? Nein. Gottfried, du hast viel zu wenig Bewegung. Du solltest viel mehr zu Fuß gehen. Ich will nicht rühren. Also, dann laufen wir mal. Dann gehen wir zu Fuß, der Gerlinde zu lieb, ja? Muss das sein. Ich meine, du weißt, dass ich nicht sehr gern zu Fuß laufe. Außerdem, ehrlich gestanden, ich habe mich schon auf einen Kaffee gefreut. Fräulein Gerlinde hat mir im Urlaub einen Kaffee versprochen. Natürlich, wer weiß, wann ich wieder Gelegenheit habe. Na, hoffentlich wird es kein Sparkaffee. Gottfried. Nein, ich habe doch bloß Spaß gemacht. Ja. Ich muss jetzt... Wo sind deine Kinder? Die Kinder, die sind bei den Großeltern, bei den Eltern von meiner verstorbenen Frau. Ja? Also wir sehen uns dann am Abend. Ja, ich freue mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also du hast ihm nichts gesagt. Ich hab's nicht können, Alfred. Ich hab's einfach nicht können. Ja, so kommt man nie zum Heiraten. Alfred. Versteh mich doch. Es ist halt furchtbar schwer. Er glaubt daran Gespenster, als dass er sich vorstellen könnte, dass ich ihn allein lasse und noch heirate. Aber du hast es ja gar nicht versucht. Doch. Wie ich ihm gesagt habe, dass meine Freundin wieder heiraten möchte, hat er furchtbar gelacht und hat gesagt, das wäre ja gerade, wenn du noch heiratet hättest. Er ist da wie vernagelt. Also heute Abend, Gerlinde, es muss sein. Heute noch muss er es erfahren. Hoffentlich hat er nicht auch noch Ärger auf dem Rathaus. Das ist ja nicht zu fassen. Haben Sie wenigstens im Nummernregister nachgeguckt? Ich weiß, wo ich gucken muss, aber wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Ja, es muss aber da sein. Also wenn es da ist, ist es da. Bei mir geht nichts verloren. Aber es ist nicht da. Das ist sehr logisch, ist das. Haben Sie wenigstens meinen Brief geschrieben? Ja, schreiben und suchen kann ich nicht. Und wenn ich was suchen soll, was nicht da ist, da komme ich zu überhaupt nichts anderem mehr. Ja, dann hören Sie auf damit und schreiben Sie jetzt meinen Brief. Aber fragen Sie, woher der Schmelzle? Vielleicht hat der was gesehen. Ja, wo ist denn überhaupt der Schmelzle? Hier. Ja, wenn Sie mich fortschicken, dann kann ich nicht gleichzeitig da sein, Herr Bürgermeister. Ich meine, das wäre auch gut, aber Sie haben ja gemeint, ich soll den Herrn Schäferle herbeizitieren. Und mich herbeizitieren? So habe ich das doch nicht gemeint. Außerdem haben wir ja gar keine Zeit. Das ist doch die Höhe. Einmal so nah ist das. Eine Unverschämtheit, den Amtsdiener Schmelzle mitten in die Konferenz der Kurkommission zu schicken und mich den Vorsitzenden der Kurkommission zu unterbrechen. Also das ist doch ausgerechnet den Amtsdiener Schmelzle, diesen Ausbund an Taktlosigkeit mitten in die Sitzung. Ihr wart doch schon so gut wie fertig, Erwin. Nein, mitten in meiner Ansprache drin war ich. Ja, schon. Ja, es war doch gar nicht meine Absicht. Was? Sie haben doch zu mir gesagt. Ja, aber doch nicht so. Jetzt soll ich's wieder gewesen sein. Ich weiß noch genau, was Sie zu mir gesagt haben. Das können wir uns doch denken, das ist doch ganz egal. Nein, das ist eben nicht egal. Das ist nicht egal, das ist nicht egal. Ich muss sagen, ich bin einer der ersten Steuerzahler. Ihr macht ein bisschen größer. Nein, das ist egal. Bitte Ruhe. Darf ich bitten, Herr Vorsitzender?
Ich komme als Freund von dir und vom Erwin, gell, als Freund. Ja, könnte sein, dass ein Zeuge nicht schlecht wäre. Also Gottfried, ich protestiere hiermit in aller Form. Ich protestiere und zwar gegen das dumme Gehabe der Kurkommission mir gegenüber. Hallo. Ich habe dich nicht zum Vorsitzenden gemacht, damit du dich aufspielst, wie der Elefant im Porzellanladen und mir da offizielle Briefe schreibst auf Büttenpapier. Büttenimitation. Ah, mit Aufdruck. Kurkommission von Grottenbrunn. Bad Grottenbrunn. Ich meine, das ist doch ein Krampf, ist das doch. Nimmt mich wundert, dass er nicht draufgedruckt hast. Erster Vorsitzender, Erwin Schäufele, erster Vorsitzender der Kurkommission. Also bitte, zu einem solchen Amt gehört Würde und Repräsentation und Intelligenz, aber die kann man nicht in Auftrag geben, die kann man nicht kaufen. Zur Sache bitte. Ja, bitte, ja, sehr zur Sache. Sachlich bleiben, alle zwei, gell? Ruhig und sachlich, bitte. Also, ich habe in meinem Brief verlangt. Hast gebeten. Was? Du hast gebeten, höflich gebeten. Ach, also ich habe in meinem Brief gebeten, aber was verlangt habe ich, dass du als Bürgermeister beim Innenministerium für Grottenbrunn eine Prädikatisierung als Kurort durchsetzt. Ah, du verlangst und ich setze durch. Einfach so, nicht? Ja. Ja, für die Kurkommission und auch für die anderen Mitglieder von Grottenbrunn war das durchaus ein Anlass, beglückt zu sein. Da seid ihr gut, da seid ihr alle gleich. Natürlich, ihr verlangt, ihr wünscht und der Gescheite, der setzt durch. Nicht mal im Innenministerium, da sitzen ja lauter Rindviecher, die verstehen sowieso nichts. Ja, und wenn es schief geht, wenn das Kind ins Wasser fällt, was ist dann? Dann bin ich womöglich noch schuld. Für eine Prädikatisierung fehlen sämtliche Voraussetzungen. Ach, ich meine, fast sämtliche, die sollte die Herrschaft und zwar Schritt für Schritt und nicht rumhocken und schwätzen und euch gegenseitig beweihräuchern, was ihr für tolle Ideen habt. Ach, das ist aber doch. Also, das ist der Dank. Was sagst du nicht mehr ihr? Ich hab gleich gewusst, dass es nichts wird mit der Prädikalisierung. Ach, da ja wieder bin. Also, das ist mir ja jetzt gar recht. Das habe ich ja gar nicht nötig, mich mit diesen Simpeln von der Kurkommission herumzuschlagen. Komm. Ja, und wo mich womöglich doch abkanteln zu lassen wie ein Schulbub. Dann mach doch du deinen Dreck wieder selber. Selber machen kann er's nicht. Ein Bürgermeister muss frei bleiben für seine eigentliche Aufgabe. Na ja. Vielleicht findet er ja noch irgendeinen anderen Dummen, ne? Jedenfalls, das kann ich ja sagen, Gottfried. So mache ich nicht weiter. So nicht. Da musst du schon andere Seiten aufziehen. Er ist sauer, der Erwin. Der legt nieder den Vorsitz. Er hat bloß gesagt, so macht er nicht weiter. So nicht. Weil uns erlaubt. Aber wenn er es aufgibt, dann weißt du doch, wen du vorschlägst. Ha? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn ich nicht vorschlage. Also ich hole dich morgen ab und wir fahren irgendwo hin. Ja? Ja. Alfred! Was denn noch? Soll nicht doch lieber ich es ihm sagen. Aber jetzt haben wir es doch ausgemacht. Du kannst es ihm nicht sagen, macht ja nichts. Also werde ich es ihm sagen. Ne? Na, vielleicht kann ich es doch. Ja, aber wann? Soll ich meine Hochzeit gleichzeitig mit meinem 70. Geburtstag feiern? Nein, nein, nein. Glaub mir. Es wird gar nichts geschehen, ich werde schon einwickeln, nicht? Schließlich bin ich ein Werbefachmann und heute Abend im Badhotel ist die beste Gelegenheit. Hm? Also gut, ich denke ganz fest an dich. Bis morgen dann. Wiedersehen. Na, noch immer beleidigt, Herr Vorsitzender, auf Bütten. Hier bin ich kein Vorsitzender, sondern Wirt. Der Wirt vom Badhotel, vom einzigen Kurhotel am Ort. Vom einzigen, das ist zum Beispiel der Fehler gerade. Ach, Konkurrenz schaffen den Alteingesessen. Sind das etwa so deine Ideen zur Hebung des Kurbetriebs? Zum Beispiel. Hast du vielleicht noch mehr so Ideen? Ich hoffe es. Ich fürchte es. Da drüber hockt einer, der wartet auf dich. Ah, da bist du ja, Gottfried. Ja, schön, dass du da bist. Ja, das da bin frei. Ich. Und ja. Da bleibe ich. Ja. Du, jetzt trinken wir also ganz schnell ein Viertel miteinander. Ja. Nein, nicht ein Viertel natürlich, sondern nur ein Viertel, damit einmal der Anfang gemacht ist. Ja. Was ist das? Ja, das ist meins. Ja, ich habe schon Anfang gemacht. Du hast schon den Anfang gemacht, aber was hast du? Bitte? Ich meine, was trinkst du für einen? Ja, euren Grottenbrunner Götzenberg. Ah, sehr gut, sehr ist gut. Du, der ist ausgezeichnet, den kann man schwatzen. Ja. Na, ich freue mich so. Ja. Ja, dass du, hoffentlich bleibst du lang bei uns, ja? Ja, naja, das hängt von verschiedenen Umständen so? Ab. Ja, naja, zunächst einmal, wie meine Kur verläuft, nicht? Ja, und dann, klar, Gott, jetzt sieh mal, ich gedenke mich wieder zu verheiraten. Ach, du und,
Ach, du liebe Tante. Das gönne ich dir. Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich habe dir ja immer gesagt, mit 4 Kindern muss man wieder heiraten. Natürlich. Ich hätte mich schon lang wieder verheiratet, wenn ich die Gerlinde nicht hätte. Ja, ja, du, die aber Gerlinde. Aber das gibt's ja nicht alle Tag, die Gerlinde. Das ja. ist schon was Seltenes. Ich meine, hier kann ich das nicht sagen. Ja. Aber es ist ein einmaliger Glücksfall. Was täte ich denn allein? Ja, was ja, täte ich denn ohne die Gerlinde? Ne? Ja, ja. So, und du willst also wieder heiraten. Ja. Weißt du schon wen? Ja, natürlich weiß ich ja? das, aber es fällt mir im Moment furchtbar schwer, dir zu sagen. So. Naja, also kurz und gut. Moment. Ja. Marile, 2 Viertel. Entschuldige. Ja, ja. Du trinkst schon mal eins. Ja, 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 da trinkst du. Also 2 Viertel, 2 Viertel. Ja. ja, also Gottfried. Ja. Nämlich. Guten Abend. Ah. Bitte, Entschuldigung. Ja, Herr Barthotel. Kennst du das Schäufele? Nein, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Naja, ob das ein Vergnügen sein wird, das wird sich noch rausstellen. Das ist der Erwin Schäufele, das ist mein alter Freund Wiegelmann. Angenehm. Gottfried, wenn du noch etwas Gescheites essen willst, dann wird es Zeit. Was gibt's denn? Ja, Sauerbraten mit Spätzle oder... Nichts oder. Ich danke das oder. Ich möchte also einen Sauerbraten ein und eine doppelte Portion Spätzle. Ach, hat die Gerlinde dich mal wieder auf Diät gesetzt? Komm, komm, ne? keine plumpe Vertraulichkeit bitte, ja? Also gut, aber stelle halt deinen Sauerbraten. Ja, und die... Und 2-mal Spätzle. Sehr gut. Ich kenne nämlich, ich kenne deine Portionen, weißt du? Ja, ja, ja. Weißt du, die Gerlinde, das ist wirklich eine wunderbare Frau. Aber das also weiß ich doch. Ja, also wenn du das sogar merkst als Fremder. Natürlich ja. merke ich das. Schau, Gottfried. Und deswegen, was ich, bitte. Ja, ja. So. Ja, also Gottfried, weil wir gerade von der Gerlinde reden. Ja, da wollen wir jetzt auf ihr Wohl trinken. Ja, gut, ja. sehr gern sogar. Weißt du nämlich, ja, 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 Prost. Auf das Wohl von der Gerlinde. Prost. Prost. Das ist gut, oh, der ist wunderbar. Tut aber schon mal aufpassen, der hat es in sich. Nicht, dass du zum Schluss unter dem Tisch liegst. Ich vertrage schon was, das weißt du ja. Ne? Ja, also Gottfried, muss dir ein Geständnis machen. Ja, weiß ich. Mich hat ja gar kein Professor hergeschickt. Ich bin ja gar nicht zur Kur gekommen. Ach, jetzt du bist ja ein ganz verstrieben. Hab ich was doch drin? Das hast du bloß gesagt vor der Gerlinde. Ne? Nicht wahr? Ja. Du bist wegen mir gekommen. Nicht wahr? Nur ja, wegen na ja, schon wegen dir ja, auch. Du bist, wegen, du bist ein Kerl. Ja. Ich bin auch ein Kerl. Alle 2 sind ein Kerl. Ja. Und darauf verloren ringe. Ja, ja. ja und Alfred. Oh. Ah, ich meine... Tagsüber habe ich natürlich wenig Zeit, aber abends stehe ich dir immer und ewig zur Verfügung. Abends. Auf dein Wohl, Alfred. Mir scheint, du willst mich wirklich unter den Tisch trinken. Aber das wird dir nicht gelingen. So, Gottfried, dein Sauerbrot mit 2-mal Spätzle. 2-mal? Oh, der sieht aus wie 1,5. Marile, noch 2 von dem, ja? Ja, also Gottfried, was ich dir sagen Grüß wollte... Gott, Gottfried. Ach du liebe Zeit, das auch noch. Der Gemeinderat Fischer, das ist mein Freund Wiegelmann. Sehr angenehm. Ja. Störisch? Ja, immer störst du. Aber dich hat es ja noch nie gestört, ne? Ich hätte was Amtliches, ja, wegen ich dem habe Vorsitz, weißt du? Ich bin jetzt privat, da ist mein amtliches Ohr zu. Außerdem bin ich gerade im Begriff zu essen und da höre ich auf alle beide Ohren nichts. Das ist aber wichtig, saumäßig wichtig, ne? Wichtig ist, was wir zu besprechen haben, ne? Du wolltest mir doch noch was sagen, Alfred, ja? Ja, später. Prost. Prost. Prost, Alfred. Also, guck, 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 der hat schon wieder bei der Ausdrucke. Ja, keine Angst. Jetzt komme ich erst richtig in Schwung. Mädle, noch 3 Viertel. Ich trinke halt nichts, Herr Dickelmann, gell? Von Ihnen war nicht die Rede. 2 Viertel sind für mich und 1 ist für meinen Freund, den Herrn Bürgermeister. Prost. Prost, Alfred. Du, Herr Bürgermeister, der Hägele lässt sich fragen, ob er dich geschwind sprechen kann. Ach, der Hägele. Entschuldigung, einen Moment, bin ich auch wieder da. Du, aber der Essen wird ja kalt. Das war schon kalt. Stell's warm. Trink nicht so viel, Alfred. Lächerlich, ich vertrag schon was. Da werden Sie gucken, was ich vertrage. Ja, ja, ich guck jetzt schon. So. Sie sind also ein Freund vom Gescheitle. Ja. Es war sozusagen Freundschaft auf den ersten Blick. Er ist ja auch ein wunderbarer Mann. Wunderbar. Oh, wenn er nicht so eingebildet wäre und dickköpfig. Wenn der nicht will, der lässt sich und lässt sich einfach nichts sagen. Wem sagen Sie das? Ich will es ihm sagen und will es ihm sagen und es kommt nicht dazu. Warte. Na?
Sie haben wohl allein mit Ihnen sprechen, weil doch der Pfister an Ihrem Tisch sitzt. Na ja, der ist natürlich nicht so rücksichtsvoll. Wo brennt's denn? Da brennt es noch nicht, aber Zündstoff ist da aufgenommen. In der Kurkommission? Da laufen Gerüchte. Was für? Ah, der Pfister. Ja, dass der Schäufele zurücktreten will. Aber wo? Ja, ich habe aber doch den Eindruck. Ah, der fand sich wieder. Aber vielleicht sollte man ihm ein bisschen helfen dabei, ein bisschen gut zureden. Zugeredet habe ich ihm schon, allerdings nicht gut. Ich habe ihm meine Meinung gesagt und das war ja nötig. Der Pfister hat furchtbare Sachen erzählt. So. Jetzt geht er rum und macht ihn schlecht und gut und stichelt, damit der Schäufele als Vorsitzender so zurücktreten soll. Zurücktreten, ja. Wegen ihm, nicht? Und er kommt... Ja, das ist nicht zu überhören. Ja, wieder demagogisch, der Hugo. Der tritt wieder Vollzeit ins Fettnäpfle. Da fällt mir schon was ein. Den krieg ich schon, mein Hugo. Sie, morgen früh sorgen Sie dafür, dass die zwei zu mir kommen, nicht? Und tun das aber so organisieren, dass Sie den Pfister für mich, also 10 Minuten allein, nicht? Der bei mir 10 Minuten allein ist, verstehst du? Gut, aber wollen Sie nicht doch nur mit dem Scheife leer werden? Morgen. Werbung ist das Zeitwort unseres Jahrhunderts. Ja, ja, da ist ein bisschen was dran. Da ist nicht ein bisschen was dran, da ist alles dran. Wer nicht wirbt zur rechten Zeit, dem tut es nachher bitte leid, das Frankedicht. Gut. Na, du genießt ja deine Kur in vollen Zügen. Gottfried, Gottfried. Ich erkläre gerade dem Herrn Gastronomen den Wert, die Form, die Wirkung der Werbung. Schauen Sie, Herr Gastronomen, schon im grauen Altertum hat man den Wert der Propaganda erkannt. Wer würde heute noch von Nero sprechen, wenn der nicht Rom in Brand gesteckt hätte? Was? Hat er das? Rom? Und wie? Nur als Propaganda? Ja, so Alfred. Gottfried, ja, komm jetzt. Geh schreiben. Ja, geh auf dein Zimmer. Mein Zimmer. Ja. Du sagst es, gell? Zimmer. Herr Gastronom, Sie könnten viel mehr Zimmer vermieten, wenn Sie mehr Werbung betreiben. Wenn Sie mehr Werbung betreiben würden. Mehr Werbung, mehr Fremdenverkehr. Mehr Fremdenverkehr, mehr Zimmer vermietet. Und jetzt gehe ich. Der will mich unter den Tisch drängen. Mich hat noch niemand unter den Tisch gedrängt. Liegt schon. Ja, naja, der weiß wenigstens, wenn er genug hat, ne? Was mache ich jetzt mit dem? Ach, den nimmst du über die Schulter, bringst ihn durchs Lokal. Das ist die beste Werbung für deinen Wein. Habe ich heute einen Kopf? Ich sehe alles in falschen Farben. Die Häuser sind grün und die Bäume sind grau. Ja, weil du gestern blau warst. Aber dass du so lange hast sitzen können, ohne mit ihm über uns zu sprechen. Man kommt bei ihm einfach nicht dazu. Ich habe immer wieder angesetzt. Das Weinglas. Bitte sprich mir heute nicht von Wein. Und wo sind wir denn hier überhaupt? Schon in Goschach. Gleich da vorne ist ein nettes Lokal. Da könnte du sag mal, ist die Ampel da grün oder rot? Ich bin heute total farbenblind. Schmeckt's doch, Kalle. Phänomenal. Wann kommst du denn wieder? Das ist halt mein ganzer Kummer, dass ich jedes Mal nach Goschach in der Rote Hirsch fahren muss, wenn ich was Anständiges essen will. Anna, du bist und bleibst die wunderbarste Köchin, die jemals für eine Amtsperson gekocht hat. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Weißt du, ich sag immer, der Mensch soll nie mehr essen, als mit aller Gewalt in ihn hineingeht. Du, das ist ja die Gerlinde. Was für eine Gerlinde? Die Schwester von meinem Bürgermeister. Und einen Mann hat die dabei. Du, die kommen da rein. Hoffentlich setzen die sich nicht so weit weg. Ja, Herr. Ja, ist recht. Gut. Dankeschön. So. Okay. Du wirst doch nicht ruhig wollen. Aber was hast denn du denkst? Nein, keinen Wein, ein Rollmops und Mineralwasser, viel Mineralwasser. Und mir ein Viertel von dem da. Ein
Ein Rollmops, bitte. Jawohl, ein Rollmops. Schau, Gerlinde, was auch immer geschieht, eines ist klar und ausgemacht, wir heiraten. Hm? Ja, Alfred. Heiliges Blechle. Anna. Jawohl, mein lieber Gottfried, so stehen die Dinge. Und so wie diese Leute denken noch viele andere über den Vorsitzenden der Kuhkommission. Alle habe ich natürlich nicht befragen können in dieser kurzen Zeitspanne. Natürlich. Meine alle Hochachtung, wie viele du befragt hast, das sagt. Gerade so eine Leistung. Ja, es war nicht einfach, gell? Mhm. Oh nein. Und da habe ich dann doch gemerkt, dass ich gewissermaßen eine politische Begabung habe. Gewissermaßen. Ja. Ich glaube, du wirst auch ein wenig umdenken lernen müssen, mein lieber Gottfried. Ja, ich war ja mit deiner Tätigkeit als Gemeinderat, war ich nicht immer so restlos glücklich. Aber wie sagt man doch, kommt selten was Besseres nach. Noch? Hat die Gemeinderat Palli natürlich. Ja, aber wenn du Vorsitzender von der Kuhkommission wirst. Wieso? Was hat das miteinander zu tun? Was das miteinander zu tun hat, da kennst du denn nicht die Bundesgemeindenverordnung? Was, Bundesgemeinde? Ja, die Bundesgemeindenverordnung vom Jahr 1949, das kennst du nicht. Na, warte mal einen Moment. Ja, wieso? Was steht denn da drin? Ja, ich geb dir's gleich zum Lesen. Dann bleib doch mal Lesebrille. Nicht da. So, schon so besser. Ich meine, dann werde ich dir selber vorlesen. Das ist ja ganz einfach. Das lese ich. Die von 1949 erschienen gleich nach dem Grundgesetz, kurze Zeit nachher. Das werden wir gleich haben. Aber dass du das nicht kennst, das verstehe ich gar nicht. Also, da haben wir schon. Die gleichzeitige Befassung eines Gemeinderatsmitgliedes mit der Ausübung eines Vorstandsamtes in einer privaten Vereinigung ist inkompatibel. Ist inkompatibel. Aha. Inkompatibel. Was heißt das? Du weißt wohl gar nicht, was inkompatibel heißt. Oh, was? Das weißt du nicht. Unvereinbar. Paragraph 189 Absatz 2 Ziffer 3. Mein Lieber, ne? Das heißt also auf Deutsch in deinem Fall entweder Vorsitzender oder Gemeinderat. Entweder oder. Ja. Aha. Ja. Entweder oder. Ich bleib Gemeinderat. Sonst ist ihren Vorsitz an der Hut stecken. Ich bleib Gemeinderat, so wie es in der Bundesgemeindeverordnung drin steht. Ja. Da ist uns niemand im Vorzimmer. Tut's laut, war draußen vorhin. Herein. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Bürgermeister, dass wir uns ein bisschen verspätet haben. Das war meine Schuld. Entschuldigung, ich habe ja gleich gesagt, wir kommen zu spät. Aber das spielt gar keine Rolle. Im Gegenteil, Hugo und ich, wir haben uns sehr gut unterhalten. So. Ja. Seid ihr zwei euch vielleicht sogar schon einig? Ja, das kann schon sein, Hugo. Ich möchte natürlich nicht vorgreifen hier. Ganz in etwa nach den mit dem Herr Bürgermeister sondierten Umständen halte ich es für das Beste, wenn der Erwin Scheiferle aufgefordert wird, wenn wir den Erwin Scheiferle bitten, wieder den Vorsitz zu übernehmen, nicht wahr? Oder willst du es doch wieder machen, Gottfried? Nein, ich wäre sehr froh, wenn du deine gestrige Drohung zurücknehmen würdest. So, und ich hab schon gedacht, der Hugo. Wird hiermit demontiert. Ja, sonst wäre ich nämlich gleich ganz ausgedreht. Haben wir jetzt auch ohne dich geschafft. Frag dich bloß wie. Nein, ich frag dich bloß was. Ich hab da einige Notizen gemacht. Ich hab da Informationen eingeholt. Der Anteil von Grottenbrunn am Fremdenverkehrszuwachs liegt weit hinter dem vergleichbaren Gemeinden. Das wissen die ja selber, nicht wahr? Sag ich gar nicht. Wisst ihr, dass der Fremdenverkehr auch anteilig und vergleichsweise steigen soll? Hauptsache, er steigt, nicht wahr? Dann habe ich einen weiteren Vergleich. Ich meine, den habe ich erst, nachdem mich mein Freund Dickelmann hat mich da nämlich auf eine Idee gebracht. Und zwar zwischen den Kosten für Investitionen und Werbung und dem jeweiligen Fremdenverkehrszuwachs. Ich meine, ihr könntet euch das ruhig anschauen einmal, ne? Das ist eigentlich sehr gut. Mensch, das Kind schmeckt's, lieber, warten Sie bloß schon wieder so lang. Wieso? In Goschach, auf dem Vermessungsamt. Ach, da warst du doch erst gestern. Ah ja, eben. Ich hab halt was vergessen gehabt. Und da brauchen Sie 4 Stunden. Was denn? Ich muss ja schließlich auch Mittag essen, nicht? Wann hat er denn überhaupt schon nach mir gefragt? Schon vor 2 Stunden. Na ja.
Jetzt bin ich ja da. Ja, na, na ist ja ganz klar, was wir machen müssen. Natürlich, eine Werbeaktion. Eine clevere, gezielte, ganz auf Kottenbrunn abgestimmte jawohl, Sache, wa? Jawohl, bin ich auch dafür, wenn es auch wieder mal eine Idee vom Gescheit ist. Na, das ist keine Idee, das ist das Ergebnis reiflicher Überlegung. Ja, jetzt müssen wir aber erst mal überlegen, wer das Ganze zahlt. Ah. Nicht, ich muss nicht immer alles zahlen, gell? Also, ich hätte da eine Idee. Das heißt, wir müssen natürlich erst mal überlegen. Wie steht's denn mit der Gemeinde? Das ist keine Idee. Ja, man wird ja noch fragen dürfen. Ja, aber erst, wenn man eine Idee gehabt hat, ne? Also, ich wüsste schon, was man da macht. Ja, also, zum Beispiel Interessenten müsste man finden und dann einen Schlüssel, wie man die Kosten verteilt. Also zumindest einen Teil der Kosten. Drei Viertel, privat. Also, das schaffen wir nie. Was heißt wir? Du bist doch der Vorsitzende der Kurkommission. Oder hast du immer noch gute Lust zum Zurücktreten? Also Lust doch nicht. Also, drei Viertel ist eben aber einfach zu viel. Das wirst du doch schaffen, Erwin. Ach, soll das vielleicht eine Bedingung sein? Nein, das ist eine Aufgabe, bei der du zeigen kannst, was du kannst, wer du bist. Der war Herr Vorsitzender, auf Ihr Wohl. Meine Herren. Wohin? Also. Jedenfalls festlegen lasse ich mich nicht. Ja, wer soll denn das Ganze überhaupt machen? Ja, da wüsste ich schon einen. Ich meine, ihr kennt ihn auch. Ach, doch, der Titelmann. Ja, der hat so Sachen schon öfters durchgeführt. Der kann's. Ich möchte natürlich dem Herrn Kuhkommissar nicht vorgreifen. Nein, nein, also bitte. Wenn du dafür bist, dann bin ich auch dafür. Das heißt, ich meine, wenn du meinst. Ja, ja, aber okay, wenn die Gemeinde was zahlen soll, dann muss der Gemeinderat vorher befragt werden. Ja, selbstverständlich, ist gar keine Frage. Selbstverständlich, eisern, etwa? Aber erst wenn es soweit ist. Ja, ja, Stein, Herr Dickelmann ist da. Er sagt, es wäre privat. Das ist ja großartig. Was heißt privat? Ich lasse ihn dienstlich, lasse ich ihn bitte. Na, das ist ja ein Zufall. Das geht ja wie am Schnürle. Alfred? Ja. Alfred, ja, das ist eine Frage. Komm rein, lass dich doch nicht aufhalten. Keine Umstände. Spielt doch gar keine Rolle. Komm rein, das ist also mein Freund. Die Gemeinde, das ist der Herr Gemeinderat Pfisterer. Das ist der Schäuble, den kennst du ja. Ja, ich kenne Herrn Pfisterer auch. Ja, ich dachte, den hättest du schon wieder vergessen. Ja, ja, bitte, ich möchte nicht stören. Aber du störst überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir brauchen dich. Das heißt, wir brauchen einen Werbefachmann für unseren Fremdenverkehr. Bist doch du. Ja, wir wollten Sie nämlich gerne bitten, ja, Herr Dickelmann. Ja, das ist sehr nett, aber ich bin wirklich privat. Aber was heißt privat? Ich meine, so ein kleiner Werbefeldzug für unsere Kurörtle, das müsste dich doch reizen. Ja, das schon, aber jetzt... Doch, ich stelle dir meine Sekretärin zur Verfügung. Du, das ist eine wunderbare Kraft, wenn sie nicht gerade etwas sucht, was es nicht gibt. Ich stelle mir vor, dass du der diktierst, ein kleines Exposé, wie du dir es vorstellst, was es kostet und so weiter. Ist doch für dich eine Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit. Na, ich habe jetzt mehr an dein Honorar denkt. Also bitte. Da ist sie ja schon. Das ist mein Freund Dickelmann, das ist Freund Hunzelhaub. Ich habe auch hier noch ein paar Notizen gemacht, die kannst du vielleicht verwerten. Am besten, Sie gehen mit meinem Freund ins Archiv rüber, ja? Moment. Bitte? Gottfried, ich muss mit dir sprechen. Und was die Arbeit, dann das Vergnügen, sprechen können wir doch heute Abend. Und nein, du, ich muss jetzt mit dir sprechen. Aber du blamier mich doch nicht vor meinem Gemeinderat. Naja, ist gut, bitteschön. Also kommen Sie, Fräulein. Fräulein, wie war der Name? Hutzenlaub. Wissen Sie, was ich verstanden habe? Hutzenlaub. Prima, bestens, Gottfried, bestens. Mhm. Und im Gemeinderat kannst du auf mich zählen. Jawohl, wie immer. Du, Gottfried, das ist aber jetzt arg schnell gegangen. Ja, so arbeite ich. Ah, merkwürdig, wie schnell das gegangen ist. Na ja, ein bisschen Zufall ist ja immer dabei, ne? Na, das will ich aber auch stark hoffen. In dem Punkt bin ich mir sehr empfindlich, solange ich Vorstand bin. Ja, natürlich. Ja, also überfahren lasse ich mich nicht. Wer denkt denn an sowas? Was? Verlobt? Mit der Gerlinde? Wenn ich's Ihnen sag, mit diesem Herrn da, wo gerade mit dem Fräulein Hutzelhaub zu dir ausgegangen ist. Mit dem Dickelmann? Dickelmann, ja, aber so heißt, weiß ich nicht, aber er sieht so aus. Schlagwesflächle. Ja, Gottfried, mein allerherzigsten Glückwunsch, Gottfried. Zu was denn? Hat das der Gerlinde doch nur einen Mann kriegt, weil da das Ding, das ist frei bewurzmäßig. Bist du übergeschnappt? Was? Hat der Dickelmann heiratet sie doch? Der Schmilzler hat was gerade gesagt. Dickelmann? Haja? Haja, es wird ja kein Geheimnis sein, oder? Ja, also wie kommen Sie da? So ein Blödsinn, also das... Na, also Schmelzle, wie kann...
Ach Gott, mir ist das ja schließlich egal. Was ist denn das jetzt wieder für ein Manöver, hm? Schwätz denn da raus, wenn's gar nicht wahr ist. Ich sag gar nichts mehr. Ich hab schon wieder alles vergessen. Und ich hab überhaupt gar nichts gesagt. Da waren Sie gerade im Rote Hirsch in Goschach. Das weiß ich nicht mehr. Und Gerlinde und Dickelmann waren auch nicht da. Tja. Und der Dickelmann hat nicht zu Gerlinde gesagt, mein liebes Kind, was auch immer geschieht, wir heiraten. Mein liebes Kind hat er nicht gesagt. Himmelkreuz, das wäre ja saumäßig. Was haben Sie denn im Rote Hirsch in Goschach gemacht? Mittag habe ich gemacht. In Goschach. Gottfried, ich behalte mir jede Stellungnahme vor. Du bist nichts gefragt. Und wenn's der beste Werbefachmann von ganz Deutschland ist, das ist mir jetzt ganz egal. Das ist gar nicht egal. Für die Stadt. Vetterleswirtschaft heiße so etwas. Ach so. Ah ja. Und dazu noch eine heimliche. Im Übrigen gilt auch hier wieder der Grundsatz, die zu erwartenden Mehreinnahmen mit den Kosten in ein Verhältnis zu... Haben Sie ein Verhältnis? Wie? Bitte? Ach so, das ist ja schon all... Herr Gottfried. Na? Lauft's? Bitte? Und er meint, wie es Ihnen läuft. Von der Hand geht, die Arbeit. Ach so, ja, sehr gut. Ja, du, ich habe eine Idee gehabt. Mir ist da was Großartiges eingefallen. Ja, dann lass es dir nur schnell wieder ausfallen. Ja, aber Gottfried. Es hat sich ausgegottfriedet. Ja, aber entschuldige. Keine Auseinandersetzungen, obwohl ich ja allen Grund hätte. Ach so. Ach, hat sie die Gerlinde erzählt? Die Gerlinde? Von wildfremden Leuten muss ich erfahren, dass mein Freund sich mit meiner Schwester heimlich trifft. Ach so. Das wundert dich? Nein, eigentlich nicht. Ich hab's ja kommen sehen. Tatsächlich. Ja. Sag mal, müssen wir das hier? Mhm. Ein paar Nutzenlauf. Herr Dickelmann und ich, wir brauchen Sie nicht mehr. Schönen Feierabend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Fräulein Hutzen. Auf Wiedersehen. Hutzenlauf. Hutzenlauf. Ja, also Gottfried, es tut mir sehr leid. Ja, wirklich? Ach was? Gerlinde wollte es dir ja sagen, seit Wochen schon. Seit Wochen schon. Alles hinter meinem Rücken. Alles hinter meinem Rücken. Hinter deinem Rücken. Da hätte ich zu dir kommen sollen und dich bitten sollen, ob ich mich um die Hand deiner Schwester bewerben darf. Außerdem warst du derjenige, der immer gesagt hat, dass ich wieder heiraten soll. Ja, aber doch nicht meine Schwester. Warum nicht? Ich habe mir eingebildet, du seist wegen mir nach Grottenbrunn gegangen. Lass mich schön hintergangen. Was heißt hintergangen? Ich wollte das ja von Anfang an sagen. Ist ja gut, bitte. Ist ja gut, ist ja sehr gut. Also ich wünsche euch viel Glück, alle zwei. Also Gottfried. Lass mich doch in Ruhe mit deinem saudummen Gottfried. Die Gerlinde. Und wer kocht mir jetzt meinen Kaffee? Ja, bitte? Gottfried! Wir haben unsere Zeit auch nicht gestohlen. So? Ich bitte um Entschuldigung, wenn wir stören. Entschuldigung. Aber wir lassen uns nicht gerne für dumm verkaufen. Mhm. Ich habe durchaus Verständnis für deinen Familiensinn, aber für dumm verkaufen lassen wir uns nicht gerne. Aha. Wenn du uns gesagt hättest, wie die Dinge liegen, wir sind ja schließlich keine Unmenschen. Und ich bin ja der Letzte, der kein Verständnis dafür hätte, dass das Geld in der Familie bleiben soll, sozusagen. Das ist schließlich ja was ganz Natürliches, nicht? Ja, und ehrlich obendrein, wenn man es zugibt. Ja, ganz natürlich, was ganz Natürliches, nicht? Und deshalb, mein lieber Gottfried. Aha. Deshalb sehe ich mich veranlasst. Nein, umgekehrt. Ich sehe mich veranlasst. Einen Moment. Ich habe ihn hergebracht. Ich kann es leider nicht zulassen unter den jetzigen Umständen, dass du durch meine Initiative einen so fetten Brocken einheimst. Lieber Alfred, leider. Was, du meinst doch nicht im Ernst, dass ich auf deinen mickrigen Auftrag angewiesen bin. Mach das ganze Theater doch nur deinetwegen. Exposé, Blödsinn, entweder ich mach was oder ich mach es nicht. Wir verzichten. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja, heißt das, dass du von dem Ganzen nichts gewusst hast? Das ist doch gar nicht möglich. Natürlich ist es möglich. Was? Ich frag dich jetzt allen Ernstes. Was ist zwischen dir und der Gerlin? Nun, das weißt du doch schon. Nix weiß ich.
Du hast mir doch nichts gesagt und die Gerlinde auch nicht. Kein Wort. So, na also schön, dass du es weißt, also dass ich die Gerlinde heirate, das sage ich auch so. So. Nicht wahr? Ja. Und deinen Auftrag, den kannst du ihren Hut stecken. Ja. Damit ist der Fall wohl erledigt. Nein. Ich vergebe hier diesen Auftrag, Herr Diedelmann. Ich und nicht der Herr Gscheitel. Also wenn er gar nicht so gewusst hat, ist ja alles ganz anders natürlich, ja, gell? Ja, aber es liegt doch bei mir, ob ich annehme oder ablehne. Ja, selbstverständlich, Herr Diedelmann, selbstverständlich. Lieber Herr Diedelmann, jetzt ist uns ja alles klar. Bitte vergessen Sie nicht der Stadt Rottenbrunn, was hier der Gottfried antut. Ich? Ja, eifersüchtig bist du. Statt dass du froh bist, dass der Gerlinde so einen stattlichen Mann kriegt, machst du Füssimatende. Ja, ja, also es ist sehr schön, dass Sie so eine gute Meinung haben. Auf Kosten der Stadt. Herr Diedelmann, übereilen Sie Ihre Entscheidung. Herr Diedelmann, ich darf Ihnen noch mal versichern, wir werden uns außerordentlich freuen, wenn Sie diesen Auftrag annehmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Alfred, bitte. Zwei Worte noch. Lasst euch nicht aufhalten. Ich komme dann rüber nachher, wenn was ist. Bitte. Also, was ist? Also, was ist? Natürlich war ich sauer, wie ich es gehört habe, das ist ja klar. Wird ja nicht einfach für mich ohne die Gerlinde. Ne? Ja, aber ich muss ja andere Sachen bedenken. Du sprichst immer nur von dir. So, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also, jedenfalls, ich wünsche euch viel Glück, alle beide. Auf einmal, und vorhin hast du dich aufgeführt wie ein Othello, ein Psychopathischer. Das habe ich doch mit Absicht ein bisschen übertrieben. Was heißt mit Absicht? Na, wegen dem Michel von der Kurkommission habe ich doch so getan. Was? Na ja, ich hätte es ja auch ohne die durchgesetzt, dass du den Auftrag behältst. Ah, aber dann hätten die mir in 20 Jahren hätten die mir noch vorgeworfen, dass bei mir Väterleswirtschaft herrscht. Väterleswirtschaft? Was ist das? Väterleswirtschaft, das ist landesübliche Korruption. Ne? Das ist ein Trick von mir. Wenn ich Nein sage, dann sagen die ja. Ach so. Ja. Jetzt sind sie ja ganz friedlich wieder. Ne? Gratuliere. Ja. Das ist ganz, ganz normal. So, gehen. Normal. Naja, also so normal auch. Ja. Mhm. Ich denke, es war alles nur Theater. Ja, na, nicht alles, nicht alles. Aber ich bin ja nicht nur der Gottfried, sondern auch der Bürgermeister. Gratuliere ich dem Herrn Bürgermeister. Ja, ja. Aber eins kann ich dir sagen, du bist ein ganz vernagelter Egoist. Hm? Hast überhaupt nur ein Gefühl, nämlich wie man sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Jetzt gehe ich zur Gerlinde. Und mit dir will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Es wird doch nur zum Regnen kommen. Ich hab meine Choleräble wieder nicht gesetzt. Gang doch heim. Oh, das tät hier so passen. Was ist jetzt? Soll ich Ihnen einen Kaffee machen, Herr Gscheitle? Macht das oder macht das nicht? Jetzt schwätzt doch. Meine, wir sitzen heute Abend noch einmal miteinander hin. Der Diedelmann und ich. Das hat ja nichts erreicht, ha? Gott, lass mir doch mal Ruhe. Also, wenn du irgendwas brauchst, Gottfried, dann... Das überlege ich mir gerade. Also, mit uns kannst du rechnen. So. Du besorgst mir einen Blumenstrauß. Ein Bouquetle. Was heißt ein Bouquetle? Ein Arrangement, was Schönes, Großartiges. Und du, wie wär's mit Sekt? Na, erst lasse ich ihn vom Besten. Gut. Ja, und dann mein Nebenzimmer. Dein Nebenzimmer. Meine Schwester verlobt sich doch nicht im Wirtshaus. Das machen wir schon daheim. Ja, schließlich bin ich ja Gastwirt, ne? Ja, und wie ist mit Sekt? 4 Flaschen. Das lang für 3,5 Personen, ne? Halb Dutzend ist billiger. Das kostet eben alles Geld. Ja, das kostet mich schon einiges. Vernagelter Egoist, das verzeiht er dir nie. Ja, weil es wahr ist. Ach, dass das aber auch so hat kommen müssen. Du und dein kostbarer Bruder. Ach, du bist ungerecht. Es war halt ein Unglück, dass er so hat erfahren müssen. Aber ich sehe nicht ein, warum ich das ausbaden soll. Ach, so schlimm wird schon nicht gewesen sein. Gottfried, kann dir ja gar nicht sagen, wie leid mir alles tut. Ja, dann sei so gut und sag's nicht. Wo ist die Liesel? Im Jazzclub. Ja, da muss man sie auch sagen. Oder hast du vielleicht schon? Ach, bitte. Ja. Hier in dem Haus muss man ja auch alles gefasst sein, nicht? Kann ja am Ende noch froh sein, dass er nicht die Liesel heiratet. Schuld bist nur du. Ja, natürlich. Jawohl. Ja, du hast ja deiner Schwester einen regulären Komplex angezüchtet. Warum hat sie sich denn nicht getraut, dir zu sagen, dass ein Mann in ihr Leben getreten ist?
Ein Bruder ist auch ein Mann. Ja, das ist nicht wahr. Alfred, beruhige dich doch bitte. Nein, 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 beruhig mich nicht, das regt mich auf. Also komm, tut mir den einzigen Gefallen, wenn er streiten wollte, dann wartet, bis er verheiratet sei. Also Gottfried. Ja, dann lass mich in Ruhe. Was heißt, lass ja, mich in Ruhe? Ja, und du auch. Ich komme hierher, also mit der festen Absicht, mich zu versöhnen. Ja, so siehst du ja, aus. Ja, so sehe ich, ja, ja. Na, und das da? Wo sind das für Blumen? Hm? Da steht noch eine Kiste Sekt. Mhm. Na ja, so hole ich den Sekt, ne? Gottfried, was soll bloß aus dir werden ohne mich? Ein trauriger Bruder. Aber ich besuche euch schon, dann... Sag bloß, Tante Gerlinde heiratet den Diggelmann. Wie drückst du dich aus? Der Diggelmann, der Diggelmann. Meinen Freund Diggelmann heiratet, jawohl. Meinen Schwager. Thank you.